Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start mit einer wählenden Hand. Damit bin ich ganz berühmt geworden. Egal. Heute Duell mit Random Guy oder halt den Slay halt, ne? Und einer neuen Person namens? Kuru. Fertig. Kuru? Okay, Kuru, Kiri. Und wir machen jetzt erstmal ein Duell und wir haben da eine Münze dort in der Hand und die beiden werden jetzt sich jetzt duellieren. Und wir werden alle ganz viel Spaß dabei haben, glaube ich mal zumindest. Ich muss mal die Kamera richtig einstellen. So, es ist richtig eingestellt. Ich freue mich. Okay, dann, wer kriegt Zahl, wer kriegt Kopf? Was nimmst du? Ich nehme Kopf. Tu dir nicht wieder weh. Und? Zahl! Das Zahl. Ist ja wohl eindeutig Kopf. Das ist ein Adler, das ist Zahl. Kopf sieht so aus. Ah. Oh. Ja. Herr Schiri sagt, okay. Das ist 15 Jahre her, das darf passieren. Okay, wer hat welches Deck jetzt? Ich habe mal ein anderes Deck genommen. Ich habe jetzt mal mein Drachen-Twilight-Deck. Twilight. Die Damen der... Glitzer-Vampir. Vampir? Du bist ein schwuler Glitzer-Vampir. Nein, du. Nein, du. Nein, du spielst Vampir oder was? Nein, ich spiele Blech. Also antike Antriebskarten. Er spielt Antrieb. Antrieb. Wo kommt die Chips her? Kleiner hübscher Nebenfakt dazu. Die Stimme von Dr. Connors aus Hugo Jax ist dieselbe wie von SpongeBob. Ja. Was wollt ihr von mir? Also, können wir? Gerne. Okay, ich spiele als erstes Verbundenheit. Antikes Antriebsschloss. Eine Karte verdeckt und rufe meinen antiken Antriebsritter und bekomme eine 10-Marke auf mein Schloss. Ich? Ja. So, ja. Ich spiele erstmal One for One. Oh, oh. Ja, ich weiß, ich bin langweilig. Mhm. Nee, ich bin nur müde. Ja. Und ich muss um 4 Uhr morgens wieder aufstehen. Ich hab keine Lust. Ich auch. Ja, du musst nur zu Fuß irgendwo hinlaufen. Ja, und dann 6 Stunden Autofahrt. Ach so, okay. Ach, Klassenfahrt, scheiße. Ja. Okay, das ist richtig. Gut, nehmen wir mal den weißen Stein der Legende. Mach krank. Ja. Mach einfach krank. Dann müsstest du zu spät kommen. Das reicht schon. Ja. Ja, wenn du freiwillig zu spät kommen willst, dann gehst du erst gar nicht los, weil du brauchst nicht zu hingehen, wenn du zu spät kommst. Ach, warte mal, du hast da was normal oder spezial? Spezial. Ach, schade. Warum holst du einen Leistungsstand? Ach so, Monster. Wir bekommen ja noch eine 10-Marke. 10-Marke, da. Da. Deine Frage verwirrt mich zwar ein bisschen, aber okay. Druckbilddrache. Der zurück auf die Hand geht. War schlecht, finde ich. Ach ja, und es war wieder ein Monster auf dem Feld, das heißt, ich bekomme schon wieder eine 10-Marke. Ja, du mich auch. Was willst du mit so vielen 10-Marken? Dann geht dein Schloss noch Hallo. Ach Gott. Hallo? Und ich verliere 500 Punkte. Bin ich dran? Ja. Okay, dann ziehe ich. Dann geht deine verdeckte Karte, Schiss. Kette ich an. Ach Gott. Dann spiele ich eben noch Cyber Oberus und du bist dran. Oh, oh, jetzt wird er ganz hardcore. Ich rufe meinen Druckbilddrachen. Dann greift mein Druckbilddrachen deinen Oberus an. Verlierst du 1,5, hast du insgesamt verloren 2000. Ja. Synchro 5. Katastor. Der nicht angreifen darf. Ich weiß, du bist. Warte, du holst jetzt meinen weißen Drachen aus deinem Deck. Entschuldigung. Da. Was hättest du jetzt gemacht, wenn ich keinen Deck gehabt hätte? Dann wärst du lebendig gewesen mit der Karte. Nein. Ich brauch einen Sternefänger gebraucht. Ja, aber es ist, wenn du... Schon klar. Hättest du auch Flammenbild nehmen können. Okay. Okay, ich bin der dran. Richtigkeitshalber ist genügend getan. Gut, dann bin ich dran. Ja. Lege eine Karte verdeckt ab. Und, warte. Es ist sowieso scheißegal, in was für eine Position ich das hinlege. Also bist du dran. Zack. So.
durch eine Kante verdeckt und greift mit Katastro erstmal den Ritter an und dann bist du. Wie viel? Gar nichts. Gar nichts. Weil das ein Effekt ist. Ich spiele Antriebsstadt. Also für die, die es nicht wissen, Katastro sagt, wenn er nicht finsternes Monster kämpft, wird das Monster sofort zerstört. Und ich beende meinen Zug. Sehr schön. Und ich ziehe keine Monster. Ich greife dein Monster an. Hm. Dann bist du. Ehrlich? Spektakulär. Antike Antriebswerkstatt. Ich kann mir meinen Ritter zurück in die Hand holen. Ja. Und spiele meinen Ritter. Und du bist dran. Ich beschwöre Kaiwaman. Ich aktiviere seinen Effekt. Ich fände ihn aus dem Spiel. Nicht aus dem Spiel. Ich lege ihn auf den Friedhof. Entschuldigung. Ich wollte schon sagen. Also bitte. Ich bin auch nicht richtig wach. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, klar. Wir haben 2 Uhr fast. Du bist schon seit 6 Stunden wach. Stimmt auch gar nicht. Na 7. Katastro, Attacke auf den Ritter. Und der weiße direkt. Ja, toll. Und hast du 5000 verloren. Was? Du hattest schon 1,5 durch mein Trugbilddrachen. Als ich dann Oberus habe. Ja, stimmt. Und 500 durch meine Stapel ja. Zerstörung. Also bin ich dran? Ja. Ich würde es machen. So. Ich tausche mal meine Spielfeldzauberkarte aus, damit kann ich den Effekt von meiner antiken Antriebsstadt benutzen. Jo. Um mir ein neues Monster aus Feld zu holen. Jo. Gacheton. Auf deinen Gadgeton aktiviere ich meine Wachsamkeit des Champions. Ich annulliere die Beschwörung. Wow. Das war jetzt wirklich, weil ich den Weiß auf dem Feld hatte. Sonst hätte ich es eben gesagt. Theoretisch. Dann tausche ich meine Spielfeldzauberkarte aus und darf mir meinen Gadgeton holen. Okay, der hat immer noch nichts gegen mein Weiß. Doch, ich habe Maschinen im Friedhof. Ich aktiviere meine Bock. Das heißt, er bekommt 800 Punkte extra. Oh, da war ja was. Angriff auf dein Weißen. Aktiviere ich den Effekt von meiner Burg. Ich entferne meinen Stein. Er kriegt 100 dazu. Und du verlierst nur 100. Richtig. Und du bist dran. Alles klar. Wow, diese Hand ist sowas von Premium. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, der Tisch wackelt. Egal. Ach, tatsächlich. Warte, ich muss mal was unterstellen. Ja, dann greift mein Katastro deinen Gadgeton an und dann darfst du. Dann ziehe ich und zerstöre deine Verdeckte. Jetzt wird mein Weißer gespecialt. Und du bist. Du. Ich würde sagen, ich kann nichts machen. Ich kann ja Karte ausspielen. Also, Drachenschrei. wo ist er? Oh, da hinten. Haben wir einmal ihn und einen Küken. Ich habe jetzt genau 3 Finsternismonster im Friedhof. Heißt, ich kann meinen finsteren bewaffneten Drachen spezial beschwören. Mhm. Als nächstes mache ich eine Synchro zum Eisenkettendrachen. Mhm. Und greife dich mit meinem Eisenkettendrachen direkt an. Okay. 3 Karten bitte kommen. Wie viel hat der Eisenkettendrache? 2,5. Gut, dann hat er jetzt noch 500. Nein? Oh, ich verliere. 600, weil mein Antikatrix-Panzer durch dich auf dem Friedhof gelegt Jo. Und mein Pfützerwaffener Drache greift dich direkt an. Mhm. Dann war's das. Ja, danach hätte ich sowieso noch hingezogen. Das heißt, er hat jetzt noch 7,3 und du hast 0. Ja. Das kam aber auch, weil das vorher echt scheiße gemischt war. Und ich hatte auch nicht ohne die Premium-Starthand. Daumen nach oben. Und magischer Schnitt. Wieso denn magischer Schnitt? Das macht ja keinen Sinn, ein magischer Schnitt. Weil die 1 sind wahrscheinlich hochgeladen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Okay, also entweder war es das mit dem Video oder Mit dem Duell zumindest. Das war nur das Duell. Das war jetzt das Duell. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein zweites Duell dann mit dran zuschneide oder ob ich das einzeln hochlade. Ist ja auch egal. Bis gleich oder bis am nächsten Tag oder sonst irgendwas. Bis Tschüss. Morgen. Ja. Aufgenommen. Hab.
schießen. Ja, es ist schon aber Kopf. Es ist Kopf. Gut, dann darfst du entscheiden, wer anfängt. Was? Oh Gott. Was willst du von mir? Ach ja, genau, ich sag jetzt mal, wer sich tituliert. Der Skyline und die Shiro sind jetzt am Smashen. Mit was überhaupt? Ich hab jetzt nochmal mein Drachendeck, weil ich hab mein Ojin-Deck noch nicht. Das ist ein Smiley. Das ist ein Smiley. Nein, das ist das da. So. Was für ein Deck findest du? Harpium-Deck. Ah, okay. Freu ich mich. Wer fängt an? Ich. Sie. Nein, Kuro und Slay, aber nicht im Hintergrund drum und lacht mich halt tot. Ihr seid schon zwei lustige Figürchen. Du auch. Danke. Aber echt, ey. Gib mir mal so einen Chico Wing hier rüber. Okay, du kriegst auch einen Chico Wing. Wir reden nicht über euch, Leute. Meine Zuschauer sind meine Chicos. Auf YouTube bin ich Skyline. Der Chris hat einen Skyline Wing. Skywing. Sky. Oh mein Gott, war der schon. War mal Skyline? Ja, Skyline. Ich mag den Film mit. Welcher Film? Vergiss es. Alter, leck mich, ich tue nämlich. Du musst schon sagen, was du machst, ne? Ja, ich habe zwei Karten verdeckt gelegt und spiele die Schallente im Angriffsmodus. Oha. Und Kebab. Kebab? Hm? Yay. Dann. Man muss doch mal so machen. Ja, machen wir so. Den hier und ich habe zwei Karten verdeckt gelegt und beende mein Zug. Was hast du denn da verdeckt gelegt? Sehr interessant. Ihr habt den Deck und deswegen gibt es eine Schallente. Ich lege ein Monster verdeckt in Verteidigungsposition. Ah, cool. Ich hab einen eigenen Kinofilm, falls ihr es noch nicht wusstet. Kein Product Placement. Was? Obwohl, wir machen das ja gerade die ganze Zeit, ne? Ich bin ja Yu-Gi-Oh! Okay. Ich werfe dann noch ein Monster ab, um mir Jagdkunde der Harpien aus die Hand zu holen. Nicht irgendein Monster. Ja, die Harpienkönigin. Sie wird im Friedhof und auf dem Feld als Harpie behandelt. Wunderhübsch. Ich spiele auch Jagdkunde der Harpien. Ich kriege meine geflügelten Ungeheuer 200 DK und Defense dazu. Und wenn ich eine Harpie als normale oder Spezialbeschwörung beschwöre, darf ich eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld wählen und zerstören? Okay. Und gebe ab. Ich mag die Karte nicht. Ja, Gründe weg. Wir machen weiter, indem wir den hier noch verdeckt legen. Und gehen auch wieder ab. Sehr spannend bis jetzt hier alles. Ich ziehe, lege noch eine Karte verdeckt. Und werde jetzt mal mit meiner Schallente dein verdecktes Monster angreifen. Du verlierst 300. Autsch. 300 Life Points. Ah, ein bisschen doof gelaufen. Nein. Nicht dran? Du bist, ja. Der Bonus von den Jacken. Das ist ein geflügeltes Ungeheuer. Die ist auf dem Friedhof. Und selbst wenn er 300 so, okay. extra kriegt, das sind trotzdem nur 2000. Ich hab grad Friedhof mit Deck beim mit Schubert. I'm a scared man. Wir könnten das so machen. Wir könnten es auch sein lassen. Ne, das wäre Verschwendung, glaube ich. Das wäre pure Verschwendung. Ah ja, ich hab welche überraschen. Ich müsste aber nochmal runter die Hose. Nein, ich bin. Ich mach nichts. Bin nicht dran. Oh. Eine Karte verdeckt. Was sind mir so viele verdeckte Karten da vorne? Thank you.
Aber ihr könnt auch woanders schmatzen. Also echt, ey. Es ist früh am Morgen, lass uns frühstücken. Ich koch mir jetzt erstmal einen Kaffee. Nimm mich bitte mit. Nee, du bist am Zocken. Arsch. Nee. Ich spiele Adlerauge. Oh, fick dich. Wieso? Komm doch sowieso nicht drüber. Und greife mit meiner Schallente das andere Verdeckte an. Pass auf, dass sie nicht umschreit. Der weiße Stein der Legende. Ach nee. Ich darf einen weißen Drachen auf die Hand holen. Ach Gott. Was super. Super nervig. Und ich gebe ab. Kebab. Ja, Kebab, lecker. Ich kann nichts machen. 2, 3, 4, 5, 6. Du bist. Ich kann 0 machen. Da dieser scheiß Adlerauge drauf ist, kann ich keine Feinkarten aktivieren. Ich opfere Schallender und Adlerauge für Smog, Vogel der Göttlichkeit. Hübsches Tierchen, ne? I'm badass, motherfucker. Das Torpedo war Wind, das war schon mal gut. Und am Ende meines Zuges, am Ende von einem Spielzug. Verliert jeder 1000 minus, den 5, minus 500 pro Karte auf dem Spielfeld von Zauber- und Feinkarte. Ja. Und ich greife jetzt mit ihm die Flammenwellwache an. Eisenschrott, Vogelscheuche. Oh, was ist hier schrottig? Blödes Mistviech. Bin ich? Yep. Ich habe die Karte verdeckt, ich verliere 500. Blöööö. Ziehe ich meine Karte und lege eine Karte verdeckt, damit ich erstmal meine Lebenspunkte ein bisschen save. Du hast ja irgendwie Schicken und Leben. Ganz viel Soße und die anderen. Das ist so eine Angelegenheit, ey. Geh einfach mal in den Spiegel. Eine Karte verdeckt, ich bin meinen Zug. Das heißt, ich bin dran. Hübsch. Ich flippe. Verlierst 1000 Punkte für jede Zauber- und Fallenkarte auf deiner Spielfeldseite? 500. 500 pro zur Verlierung. Also 1000 insgesamt. Okay. 1005 ist jetzt verloren. Ist wunderhübsch, nicht wahr? Ich bin hellauf begeistert. Ich bin fast beeindruckt. Und Kebab. Kebab. Ah, das ist schon mal etwas praktischer jetzt. Ein Zahlungname. Darf zwei Karten ziehen. Oh, das ist mehr als Speed. Blitzeinschlag. Werfe meinen Priesterlichen ab. Zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld des Gegners. Aktiviere Ruf des Silbernen. Gehe mir meinen Weißen zurück aufs Spielfeld. Flippe antiken Drachen im Angriffsmodus. Dann denke ich schon ein normal beschworen. Nee, ne? Soll ich es wagen? Oder? Nee, mach ich nicht. Ich greife mit meinen Antiken erstmal an. Verliere jetzt eins hier. Autsch. Jetzt hat er 1, 9 ATK und 5 Sterne. Und hallo. Ja. Weiße Attacke. Decke magischen Zylinder auf. Hier 3 nochmal. Wie viel habe ich ein bisschen verloren? Das heißt 1000, 1500, 3, 4500 habe ich verloren. Gut. Und dann schmerze ich die beiden in meiner Main Phase 2 und rufe mir einen himmelblauigen Silbernen und der nimmt meinen Zug.
Heißt, ich bin dran. Lege eine Karte verdeckt. Und spiele einfach, weil ich es kann, die Harpe. Fahre auch noch eine schöne unzensierte. Bin ich? Ja. Jetzt ziehe ich meine Karte. Aktiviere den Effekt von meinen Himmelbläugen. Hol mein Weißes zurück. Lege dann dazu noch Monster verdeckt in Verteidigungsposition. Wir greifen mit einer Kicken beim Monster an. 1-9. Autsch. Verlierst du wie viel? Die hat 1-3. Verlierst du 600. Und wir kriegen aber nur einen direkten Angriff, ne? Ja, nur direkten Angriff. Gut, dann zieht der Effekt nicht. Dann mein himmelbläuige Attacke. Du kannst eh keine Fallenkarten aktivieren. Dann himmelbläuigen. Ah ne, das war letzte Runde. Siehst du? Sowieso egal, der war ja letzte Runde gerufen, kannst aktivieren also. Das ist Nummer 2,5. Verlierst gar nichts, kriegst du nochmal 2,5 dazu. Nee, warte mal, du verlierst trotzdem 2,5, ich greife dir ja trotzdem an. Oder wird der Angriff abgefangen? Nein, der Angriff wird abgefangen und sie bekommt die Lebensrunde. Ja. Echt? Ja, ja. Okay, ja, dann müsste eigentlich normalerweise noch annulliert oder sowas draufstehen, aber. Gut, wir lassen es dabei. Annulliere den Angriff und falls du das tust, okay, gut. Ja, solange annulliert, dann ist es in Ordnung. Ich habe 4,5 habe ich. Dann Blue Eyes nochmal Attacke. Autsch. Wollte ich mal erkennen. Hast du 5,5 oder? Okay, ich lasse das 2,5. Geil, das war mal wieder Premium. Ich habe einmal 1,4 verloren, dann habe ich. Ja. Dann nochmal 500, das sind 1,9. Dann hast du. Und dann hatte ich nochmal 300. 3, 1,9 verloren, 4,9 hast du verloren, minus 2,5, das sind 2,4. Hast 2, du ein bisschen 4. verloren. Hast du bis jetzt verloren, ja. 2,4 hast du bis jetzt verloren. Schick mir mal meine Tasse von drüben. Und damit bin ich mein Zug. Und die Milch? Okay. Ich spiele jetzt mal Schwarzes Loch. Das verdeckte Ding auch? Ja. Ja? Zerstöre ja? Alle Monster. Gut. Später. Ich spiele noch verräterische Schwerter. Ja, verdammt. Bin ich? Ja. Meint mit den blauen Augen. Kaffee. Und zweite Mann können. Ich glaube, du warst ja erst im Elf. Du bist dran. Ich bin dran. Mhm. Ja. Das bringt mir gerade gar nichts. Das ist wunderschön. Nehmen wir eine neue. Das kommt ja neue. Mal gucken, damit ich weiß, wie viele Runde schon die. Und ich gebe erstmal wieder ab. Drei, klebe ich mal kurz auf. Wie viel steht es nach den Punkten? Sie hat 2,4 verloren. Ich habe 4,5 verloren. Alles klar. Und das alles nur durch einen einzigen Angriff. Ja, die selbst zugefügt hat, mit einem weißen. Ja, dann muss ich wieder beenden. Das ist die zweite Marke. Weißt du, jeder, der einen weißen Drachen hat, irgendwann wendet sich das Ding gegen ein. Wie egal war. Ne? Tundrache. Ich gebe ab. Zweite Runde. Ja, wie ich einfach mal gerade gar nichts auf die Hand kriege. Ich beende. Lichtschalter sind weg. Nicht helfen, so viel ist schon mal sicher. Ich spiele den Babyspieldrachen der Harpien. Aktiviere meine Fallenkarte Hysterische Party. Und darf jetzt Harpien von meinem Friedhof beschwören. Hab 2 Stück gehabt. Da ich jetzt 2 Harpien auf dem Feld habe, verdoppeln sich seine Grund-ATK. Mhm. Und du kannst kein anderes Monster attackieren, außer dem Babyspieldrachen. Okay. Wunderhübsch. Ich bin fast beeindruckt. Ich weiß. Wunderschön. Und dann gebe ich erstmal wieder
Karte verdeckt. Und beende. Ich krieg gerade nicht die Karten, die ich eigentlich haben will. Ich muss auch überlegen, ob ich jetzt langsam anfange oder ob ich jetzt noch warte. Wie ist was? Papchen fertig. Alle weg? Ja. Im Endeffekt Eisenschrott, Spiegelkraft und verräterische Schwerter. Allerdings werde ich nicht angreifen, weil ich den Maid kenne. Und da bist du. Das geht natürlich auch. Ich aktiviere Drachenschrein. Ich lege meine beiden Eisen aufs Friedhof. Nein, das war selten doof von mir. Aber war das dämlich. Das war selten dämlich von mir jetzt gerade. Das war unbrauchbar. Das war selten dumm. Hauptsache, du siehst das ein. Komm, ich fang jetzt an. Weg zur Besserung. Spiegel des Drachen. Autsch. Und welche mache ich denn? Entweder kann ich warten, bis ich Dingens zurückkriege, bis ich Dingens auf die Hand kriege, oder ich mache direkt das. Du machst es direkt. Ich mach direkt, dann nehme ich auch meine weiße Wand dafür. 1, 2, 3, 4, 5. Hui! Monster auf Friedhof. Ja, ist klar. Und mein fünfköpfiger Drache. Ach Gott. Gott, war das dämlich von mir gerade. Ich attackiere, und da ich nur einen attackieren kann, attackiere ich deinen Babydrachen. Der 2-4 hat. 2-4 minus 5, das sind 2-6 hast du verloren. Ja. Plus diese 2-4, die du schon verloren hattest, sind es 5. Genau. Jetzt sind wir ungefähr auf dem gleichen Stand wieder. Und ich bin dran. Und du bist dran. Das ist schön. Ich hätte schon gewinnen können. Aber nein, ich bin selten dumm. Ja, ich spiele Babyspieldrache und habe den Phönix-Formation. Dämlich. Okay. Dämlich. Nein, nicht dämlich. Shiro? Junge, wir duellieren uns. Ja, sie hat Dors. Da kommt die Super übers. Ich glaube, ich habe gerade wirklich einen Fehler gemacht. Weil das nämlich Spieltrache der Harpien ist und ich mit 2 Harpien will. Fehlaktivierung. Ich glaube, sie braucht 3, ne? Ja. Oh. Deswegen sage ich gerade Fehlaktivierung. Gut, dann will ich nicht essen. Nee, dann kommst du weg. Dann kommst du weg. Fehlaktivierung. Sonst hätte ich auch meine Fehlaktivierung auch wegmachen können. Aber ich habe gesagt, nee, ich habe einen Fehler gemacht. Und ist dann das gut. War jetzt gerade ein bisschen dämlich. Mach mir ganz viel. Brauch erstmal Kaffee. Bin ich dran? Scheiße. Dankeschön. Presse. Mahlzeit. Bin ich? Warum sind da jetzt mein Deckpack? Ich switche die beiden nochmal in Verteidigung. Auch wenn sie nicht angegriffen werden, können wir ein Babyspiel trachen, aber ist mir sicherer, weil der sowieso gleich weg ist. Du bist. Dämlich. Das ist Drecksvieh. Warum habe ich das jetzt? Das ist so unnötig, ey. Das ist so schlecht. Ich habe noch verdeckt, die bringt mir vielleicht gleich was. Würde ich wieder 2-6 verlieren. Soll ich jetzt selten dämlich sein, oder? Nee, weißt du, wir machen es mal so. 2-6 Attacke, also mit verlierst du 2-6. Von den 5, die du verloren hast, sind es jetzt 7-4. Das heißt, ich habe noch 600. Genau. Und beende meinen Zug. Das, in der nächsten Runde hast du verloren. Raus aus dem Bild! Nicht im Bild. Ich weiß nicht. Mein Deck läuft gerade so gar nicht an. Amok. Ich lege 2 Karten verdeckt und du bist. Ziehe eine Karte, lege die Karte verdeckt, opfer mein. Ich hätte auch das hier opfern können, aber ich habe mal sein lassen. Der hat jetzt 2550, mein starker Winddrache und starker Winddrache-Attacke auf die Harpie. Okay. Und du hast das ist Durchschlag, ich habe gewonnen. Ja.
Ich hatte nur noch die 2 auf der Hand. Es war scheißenknapp gewesen. Am Anfang habe ich erst mal ordentlich verkackt, ey. Also. Ja, ich hab leider nicht die Karten gekriegt, die ich haben wollte. Aber. Schüssel! Gut! Jetzt noch ein einziges Teil, was wir aufnehmen müssen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochlade. Und bla. Und Liebe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Guten Morgen.